Für diese Übung geht ihr zu dritt zusammen. Ihr benötigt einen Ball und arbeitet ohne Netz. Wir üben damit die richtige Ausrichtung der Schulterachse in Spielrichtung. Stellt euch im Dreieck auf. Variante 1. Spieler A wirft den Ball von unten zu Spieler C. Spieler C spielt einen Kontrollpass und pritscht den Ball mit der zweiten Berührung zu Spieler B. Zwischen dem Kontrollpass und dem zweiten Pass richtet sich Spieler C mit der Schulterachse zu Spieler B aus und spielt den Ball frontal. Spieler B fängt den Ball und gibt ihn zurück an Spieler A. Wechselt nach ca. 15 bis 20 Durchgängen im Uhrzeigersinn. Wenn das gut funktioniert, spielt Spieler B den Ball noch einmal zu Spieler C zurück. Spieler C spielt wieder einen Kontrollpass und richtet sich aus, bevor er den Ball zu Spieler A zurückpritscht. A fängt den Ball, die Übung beginnt von vorne. Wechselt erneut nach ca. 15 bis 20 Durchgängen im Uhrzeigersinn. Jetzt wird es noch schwieriger. Ein Spieler spielt den Ball ein, ihr spielt im Dreieck, nutzt dabei immer den Kontrollpass, um euren Körper in Spielrichtung auszurichten. Wenn der Ball auf den Boden fällt oder nicht gespielt werden kann, fangt ihr einfach neu an.